meint das war's. Irrtum, ihr Wichser. Es sind zwei Autos. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clement mit den anderen. Überlass das mir. Halt du deine Knarre bereit. Was denn sonst? Bleib du an Clement dran. Er ist in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Kann er nicht schießen? Gut gemacht. Du bist es, Clementi. Na! Drück auf die Kurve wieder! Ich versuch's ja! Oh. Das war der Briefkasten. Rausgefallen. Komm her, du Penner. Einmal als leer. So, jetzt Endstation. Freunde. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Das ist für Martin. Scheiße. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Oh Mann. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddys Nummer, ich ruf ihn an. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt, wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen, Bauernopfer. Auch war das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Und das ich? Ist mein Freund, von dem du da redest, verdammt nochmal! Hey, Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja. Mir aus. Dem ist das scheißegal! Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid. Mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Rest in peace, Marty. Geht ab nach Hause. Steht hier noch irgendwo. Dann fangen wir mal wieder mit dem hier ein bisschen rum. Armer Marty. Armer Joe. Aber so ist das halt in der Mafia, ne? Werden immer Unschuldige getötet. Auch in Filmen und so.
nichts machen. Jetzt erstmal nach Hause, eine Runde pennen, dann noch weitersehen. Noch schön den Sonnenuntergang genießen. Ein Bierchen zwischen. Ja. Aber stimmt. Er wollte mit. Er kannte die Risiken und Nebenwirkungen. Ich höre mich an wie eine Tabletten-Apothekenwerbung, ey. Gut. Greenfield. So. Welcome home. So. Lass mal ein Schlückchen trinken. Ein Stückchen essen. Aufs Klo muss ich nicht. Ja, hier wollte ich rein. Gute Nacht. Wieder. Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's, aber dein Freund... Er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Jetzt müssen wir unseren traurigen, besoffenen Kumpel abholen. Da fühlt sich ja keinen Anzug an. Die Spinne. Wenn wir den Wagen kann er schon aus dem Auto kotzen, wenn er muss. Das habe ich auch schon durch. Kriegen wir eigentlich unser Geld dafür? Wenn
Meine Kohle sehen. Sonst laufe ich auch mal amok. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Dass so eine Leute noch wissen, wer man ist. Alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Genau. Im Auto hier? Ich hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Geh, Martin. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. So gerade abgeschlossen. Das hätte ich nicht passiert. Verflucht! Tu die Scheißknarre weg, bevor noch was passiert. Oh, Scheiße. Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm her schon. Hat sich einfach mal ein Schuss gelöst und der Barkeeper ist tot. Scheiße. Zieh die Leiche des Barkeepers. Zieh mir hier eine Line und ein bisschen. Soll ich mir die auch noch wegschaffen, ey? Hab ich ja richtig Bock drauf. Bleib schön in der Viertelstellung. Musste sein. Und ich darf da jetzt meinen Wagen stehen lassen, ey. Scheiß. Erzähl was, Joe. Zieh da über die Brücke. Scheiße. Eber macht jeder ihr Problem. Wir müssen es ausbaden. Ab durch die Mitte. Ich hoffe, der schläft sich erstmal aus, Alter. Und dann müssen wir uns noch. Dann müssen wir uns noch um die Leiche kümmern. Verdammt. Ich möchte eigentlich einen ruhigen Abend haben. Oh nein.
muss es ja übertreiben. Ich frag mich, warum überhaupt alle es immer mit Alkohol übertreiben müssen. Man kann auch in Maßen trinken. Er schießt bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Beseitige die Leiche, lass dich nicht dabei erwischen. Ach, Scheiße. Neblig irgendwie. Jetzt am Wachmann vorbei. Fahren wir mal wieder zum Schrottplatz und verschacheln das Auto. Beste Möglichkeit irgendwie. Scheiße. Geh nach Hause. Mhm. Muss auch noch nach Hause gehen. Das wird ja ein Spaziergang. Hubert LKW. Ich laufe doch jetzt in den Auto, ey. Ist das Warnes? Uber gibt's ja hier noch nicht. Den ganzen Weg wieder zurück. Ein LKW. Kein Wunder, dass die Folgen mal eine halbe Stunde gehen. Schaffe ich eigentlich nie. Während der Fahrt durch. Mal kurz gucken, wie wir jetzt haben auf der Kante.
hier. Standardgemäß. Oh. Der Wagen kann jeder mitnehmen, der keins hat. Nacht. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta, 27. Juli 51. Wer zum Teufel ist das? Oh, okay. So, jetzt. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Fährst du? Natürlich nicht. Wie eine Schrottmühle. Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito, ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Also, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest Komm du auf den Punkt. Ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Ja. Und? Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Nein. Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was wir unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Oh Mann, er weiß es. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber und wieder durch. Ich, was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig, aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Sind wir schon gegen Joe, oder was? Oh, das wird noch was. Hey, du Genie. Rot heißt Stopp. Perfekt. Geparkt. Yeah. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? War eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ja, ist das ein Wunder?
Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay, okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarpa. Sehr erfreut, Mr. Scarpa. Sag nicht Mr. Scarpa, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Dann musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann.